Alfred Wegener, Teil 1, die Biografie. Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik. Hallo, liebe Interessierte und Freunde. Ich will in diesen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden. Sie sind aber wichtig für unser Selbstwertgefühl und für unsere Resilienz. Ich stelle mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die alphabetische Übersicht. Eine ausführliche Einleitung mit einer Begründung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel bringt im ersten Teil die Biografie von Alfred Wegener. Ich verweise auf den zweiten Teil mit seinem Werk der Theorie der Kontinentalverschiebung, ihren Hintergründen und den Versuchen, sie zu beweisen. Alfred Wegener zur Biografie. Alfred Lothar Wegener wurde am 1. November 1880 in Berlin geboren und starb im November 1930 bei einer Expedition in Grönland mit 50 Jahren. Alfred Wegener war ein visionärer deutscher Meteorologe und Geowissenschaftler und ein bedeutender Pionier der Polarforschung. Alfred Wegeners Theorie eines zusammenhängenden Urkontinentes Pangäa, sein Auseinanderbrechen und die folgende Kontinentaldrift, hier in der Animation dargestellt, wurde erst spät anerkannt. Sie bildet die Grundlage für unser heutiges Verständnis der Plattentektonik der Kontinente und Ozeane. Alfred Lothar Wegener war das jüngste von fünf Kindern einer Pastorenfamilie. Der Vater Richard Wegener war Theologe und Lehrer für alte Sprachen an einem Gymnasium in Berlin. In Alfreds Jugend wurde die Liebe zur Natur gefördert. Nach dem Kölnischen Gymnasium in Berlin als Klassenbester studierte er von 1899 bis 1904 Physik, Meteorologie und Astronomie in Berlin, Heidelberg und Innsbruck. Alfred Wegener war Assistent an der Volkssternwarte Urania in Berlin hier im Bild und promovierte 1905 in Berlin in Astronomie. Von 1905 bis 1907 war Alfred Wegener Assistent am Aeronautischen Observatorium Lindenberg bei Beeskow in Brandenburg, zusammen mit seinem älteren Bruder Kurt. Beide stellten 1906 mit 52,5 Stunden einen Dauerrekord für Ballonfahrer auf. Hier im Bild ist ihr Ballon für meteorologische Messungen zu sehen. 1906 unternahm Alfred Wegener seine erste Grönland-Expedition, die ihn entscheidend prägte. Er lernte auch sofort die Gefahren der Arktis-Expeditionen kennen. Der dänische Expeditionsleiter Ludwig Mylius Erichsen, hier vorne rechts im Bild, und zwei Kollegen kamen dabei ums Leben. Von 1908 bis 1918 war Alfred Wegener Privatdozent in Marburg für Meteorologie, praktische Astronomie und kosmische Physik. Die Studenten und seine Mitarbeiter schätzten seine klare und verständliche Darstellung. Die Marburger Zeit war wissenschaftlich sehr fruchtbar. 1910 fasste Wegener seine Vorlesungen in einem Standardlehrbuch für Meteorologie zusammen. 1912 stellte er seine ersten Gedanken zur Kontinentalverschiebung vor. Nebenher betätigte sich Alfred Wegener als Ballonführer für den Kurhessischen Verein für Luftfahrt. Alfred Wegener heiratete 1913 in Marburg Else Köppen, mit der er drei Töchter hatte. Else Köppen war die Tochter von Wladimir Peter Köppen, einem bekannten Geographen und Klimaforscher. Er war ein früherer Mentor von Wegener. 1913 folgte die zweite Grönland-Expedition unter dänischer Leitung. Dabei wurde zum ersten Mal auf dem Inlandeis überwintert
und erstmals auch Eisbohrungen neben weiteren Untersuchungen vorgenommen. Im Sommer 1913 gelang die Durchquerung des Inlandeises, die unter abenteuerlichen Umständen im letzten Moment noch gut ging. 1914 wurde Alfred Wegener als Reserveoffizier der Infanterie sofort eingezogen und bei heftigen Kämpfen in Belgien zweimal verwundet. Er wurde dann felddienstuntauglich geschrieben und dem Heereswetterdienst zugeteilt. 1915 erarbeitete er die erste Fassung seines Hauptwerkes, Die Entstehung der Kontinente und Ozeane. Hier eine zentrale Grafik aus einer späteren Ausgabe. Nach Aussage seines Bruders Kurt ging es ihm dabei um die Wiederherstellung der Verbindung zwischen der Geophysik, der Geographie und der Geologie, die durch die spezialisierte Entwicklung dieser Wissenschaftszweige vollständig abgerissen war. Alfred Wegener bemühte sich also um einen synoptischen Überblick über diese Fachgebiete. Das kleine Bändchen wurde mitten im Krieg aber wenig beachtet. Alfred Wegener publizierte in Marburg weitere 20 meteorologische und geophysikalische Arbeiten bis 1918 und betrat immer wieder wissenschaftliches Neuland. 1917 untersuchte er den Meteoriten von Treysa hier im Bild. Eine persönliche Anmerkung sei erlaubt, Treysa ist der Geburtsort meiner Mutter. Dabei handelte es sich um einen über 60 Kilogramm schweren Eisenmeteoriten, der mit Feuerschein und Donner 1916 in einem Wald eingeschlagen war. Alfred Wegener sagte Größe, Gewicht und ungefähren Einschlagsort gut voraus. Von diesem Ereignis ausgehend entwickelte Wegener Vorstellungen über Einschlagskrater auf der Erde und dem Mond, die seinerzeit weit voraus waren und später bestätigt wurden. Nach dem Krieg zog Alfred Wegener mit seiner Familie nach Hamburg, wo er bei der Deutschen Seewarte als Meteorologe arbeitete und 1921 zum außerordentlichen Professor an der neu gegründeten Universität Hamburg berufen wurde. In dieser Zeit veröffentlichte er sein Buch »Die Klimate der geologischen Vorzeit«, die darin beschriebene Paläoklimatologie mit der Verbreitung von Fossilien von Pflanzen und Tieren, hier einige Beispiele dazu im Bild, war eine Pionierarbeit und lieferte ebenfalls Argumente für eine Verschiebung der Kontinente. 1920 und 1922 erschienen neue, überarbeitete Auflagen seiner Entstehung der Kontinente und Ozeane und stießen eine nationale und internationale Diskussion an. Die Kritik der Fachwelt war überwiegend vernichtend. Einzelne kluge Köpfe wie Otto Hahn, siehe Kapitel 24a und 25, befürworteten aber bereits damals die Theorie. Hahn folgerte die Richtigkeit der Kontinentalverschiebung aus dem Beitrag der von Antoine-Henri Becquerel neu entdeckten Radioaktivität zum Wärmehaushalt der Erde. Die Veränderungen der Erdplatten, hier ihre heutige Lage im Bild, als Folge eines bis dahin angenommenen Erkaltungs- und Schrumpfungsprozesses der Erde, waren damit nicht vereinbar. Die Kritik, soweit sie sachlich blieb, was nicht immer der Fall war, war durchaus verständlich. Denn es fehlte zu Lebzeiten von Alfred Wegener stets der direkte Beweis für seine Theorie, nämlich die messbare Kontinentalverschiebung. Auch die Ursache für die Bewegung der Platten blieb lange unklar. Erst viel später, etwa ab 1960, wurde deutlich, dass Konvektionsströme in dem heißen und zähplastischen oberen Erdmantel, der sogenannten Asthenosphäre, die Treiber und Motoren sind, hier schematisch dargestellt. Die tektonischen Platten der Ozeane und Kontinente, zusammengefasst als Lithosphäre, als Steinkugel, schwimmen auf dieser Asthenosphäre, der schwachen Kugel,
Sie werden nicht nur, aber auch durch die Meeresbodenspreizung an den mittelozeanischen Rücken auseinandergetrieben, hier in der Animation. In der Mitte der Ozeane reißt die Erdkruste an der Nahtstelle zweier auseinanderstrebender, divergierender Lithosphärenplatten auf. Heißes Magma des oberen Erdmantels strömt nach oben und formt eine neue Kruste. Diese kühlt sich ab und wandert zusammen mit der schon älteren Kruste fließbandartig nach außen. Hier ist es direkt zu sehen. Der mittelatlantische Rücken, die geologisch aktive Bruchzone in der Mitte unseres Ozeans, verläuft quer über Island. Diese Brücke, die verlängert werden kann, überspannt die Bruchzone, durch die sich die nordamerikanische und die eurasische Platte voneinander entfernen. 1924 wurde Alfred Wegener Professor für Meteorologie und Geophysik in Graz und hatte damit endlich die Zeit und die Mittel für eigene Expeditionen. In Graz leistete er Grundlagenarbeit zur Erforschung von Tornados. 1929 unternahm Wegener zusammen mit Johannes Georgi, Fritz Löwe und Ernst Sorge die dritte Grönland-Expedition als Vorexpedition und drang mit Hundeschlitten weit in das Inlandeis vor. Hier ist die schicksalshafte Truppe im Bild zu sehen. Die Hauptexpedition 1930 wurde dann zur Katastrophe. In drei festen Stationen sollte bei einer Überwinterung auf dem Inlandeis die Mächtigkeit des Festlandeises und das arktische Wetter ganzjährig genau gemessen werden. Ein Zeitverlust von 38 Tagen durch ungünstige Eisverhältnisse bei der Anlandung an der Westküste konnte nicht mehr aufgeholt werden. Ein weiterer typischer Eindruck dieser Expedition bei dem Start an der Westküste Grönlands. Die mit großen Hoffnungen neu eingesetzten modernen Propellerschlitten erwiesen sich wegen ihrer zu geringen Motorleistung bei Neuschnee als ungeeignet. Hier die Schwierigkeiten im Bild. Die kleine Besatzung der Forschungsstation Eismitte hier im Bild war unzureichend mit Lebensmitteln versorgt. Diese winzige Messstation in der Mitte der unendlichen Eiswüste Grönlands war im Wesentlichen eine eingegrabene Eishöhle. Daher traten Wegener, Löwe und 13 Grönländer am 21. September 1930 einen Versorgungstransport an. 12 Grönländer kehrten um. Unter großen Mühen wurde am 30. Oktober 1930 Eismitte erreicht. Löwe hatte sich zuletzt die Zehen erfroren, die dann von Georgi mit einem Taschenmesser amputiert wurden. Alfred Wegener und Rasmus Willumsen traten am 1. November den Rückmarsch an, den sie nicht überlebten. Hier ist das letzte Foto der beiden. Das Grab von Wegener wurde im folgenden Jahr, am 12. Mai, gefunden. Sein Begleiter, der Grönländer Rasmus Willumsen, der Wegener noch bestattet hatte, blieb ebenso verschollen wie Wegeners Tagebuch. Die kleine Besatzung konnte dank der zugeführten Lebensmittel unter schwierigsten Bedingungen ein Jahr in Eismitte bleiben und führte wertvolle glaziologische und seismische Forschungen durch. Alle wurden gerettet. Zur Würdigung: Alfred Wegener erfuhr erst nach seinem Tod weltweite Zustimmung und Anerkennung. Das 1980 gegründete Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven, hier im Bild, trägt seinen Namen ebenso wie viele Straßen und Schulen und mehrere Halbinseln, Inseln und Gebirge in Grönland und in der Antarktis. Ein Asteroid und ein Krater auf dem Mond und dem Mars sind nach ihm benannt. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf den zweiten Teil mit dem Werk von Alfred Wegener, der Theorie der Kontinentalverschiebung und ihren Hintergründen, sowie auch auf die übrigen Kapitel. Die bunte Mischung aus Forscherdrang und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern,
und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die wie Alfred Wegener wagemutig und visionär waren und unser Verständnis von der Welt entscheidend verbessert haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Wenn Ihnen die Vorträge gefallen, dann klicken Sie gerne auf den Button Abonnement. Sie werden damit automatisch über Neuerscheinungen informiert.